Den sollen wir nicht zum Pflicht erzählen, ne? So, yo, hey Leute, ja, und herzlich willkommen zur 48. Folge vom Gothic 2 Let's Play. Ja, nicht wundern, wenn ich in der 47. Folge einen anderen Pullover anhab und in der 49. Folge auch einen anderen Pullover. Weil, ne, wir sind ja gerade in der 49. und der 50. dann. Ich war bloß gerade verwirrt, weil ich speichere ja immer am Ende einer Folge. Am Ende von Folge 48 speichere ich das ja ab. Und dann beginnt im Prinzip die 49. Und dann muss ich natürlich die 48 reingehen, um die 49 aufzunehmen. Ja, die Folge ist neu aufgenommen, da wir so eine, da gab es so eine Windows-Benachrichtigung und das hat dafür gesorgt, dass immer wieder im Prinzip der Hintergrund vom Desktop zu sehen war, beziehungsweise schwarz und halt unten die Windows-Meldung. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ist ja jetzt eh also neu aufgenommen und deswegen ist das halb so wild. Genau, als erstes müssen wir mal mit dem Brandon reden. Ein Neuling. Und eine Landratte noch dazu. Bist ein bisschen dürr für einen Piraten. Kannst du mir was beibringen? Dir? Jede Wette. Ich könnte dir beibringen, stärker und geschickter zu werden. Aber warum sollte ich das tun? Weil ich dir einen Drink spendiere? Nicht schlecht, Kleiner. Du hast direkt ins Schwarze getroffen. Aber komm ja bloß nicht mit so einem billigen Fusel an. Ich besorg dir einen Grog. Willst du mich vergiften? Mit der Brühe kannst du mich jagen. Weißt du, was da drin ist? Der alte Samuel hat auch gutes Zeug. Hol was davon. Hast du schon mal Samuels Spezialrezept probiert? Nein, noch nicht. Dann halt dich ran. Das musst du probiert haben. Ich liebe das Teufelszeug. Gibt's was Neues? Warte mal. Nee, kann nichts erkennen. Alles beim Alten. Ja, und den Tipp mit dem Twink haben wir ja von dem guten Garrett bekommen. Und deswegen können wir da systematisch mit jedem reden. Bist neu hier, was? Gut, wir können jeden Mann gebrauchen. Wie sieht's aus? Im Moment ist es ruhig im Lager. Also werde ich mich ein bisschen entspannen. Und an deiner Stelle, ja, würde ich dir das Gleiche empfehlen. Seit die Banditen da sind, kann sich das schneller ändern, als uns lieb ist. Was weißt du über die Banditen? Du meinst, außer dass sie mordsgefährlich und uns zahlmäßig weit überlegen sind? Ja. Sie haben Gold wie Heu. Nun zumindest hatten sie Gold wie Heu. Ihre letzte Lieferung haben sie nicht bezahlt. Aber ich bezweifle, dass das daran liegt, dass den Mistkerlen das Gold ausgegangen ist. Ich denke eher, sie sind komplett größenwahnsinnig geworden. Na gut, wir haben uns auch noch nicht in den einzelnen Hütten hier umgeschaut. Das wollen wir jetzt auch mal nachholen. Ja, und wenn die Folge natürlich jetzt am Ende nicht ganz zur 50. Folge passt, vor allem im Inventar, ja, ich werde jetzt hier nicht sonst was machen. Und der Garrett hat ja schon selber gesagt, dass hier ein Schiff gekentert ist am Wasser. Und da können wir uns hier wahrscheinlich erstmal umschauen. Das mache ich aber im South Park, weil dann geht es natürlich wesentlich schneller. Ja, einfach mal schon umzugucken. Ich glaube, die Muschel, die ist von Haus aus hier. Ah, und da drüben haben wir direkt auch noch ein paar Lurker. So, von denen nehmen wir natürlich auch alles mit. Und da unten sehe ich einen Lederbeutel. Da war noch ein Trank. Auch cool gemacht, wenn das zu tief ist, dann taucht er im Prinzip nach unten und hebt das dann aber auch gleichzeitig auf. Also dass es halt auch ein bisschen realistisch ist. Wenn du das nämlich ohne South Park machst, da bist du erstmal ewig unterwegs.
Ja, und wenn man hier so ein bisschen zwischen dem Meer und dem Boden ist, in einem bestimmten Rahmen, kann man das relativ gut mal einsehen. Da vorne ist zum Beispiel noch was. Oder man macht es halt so, da kann man schön auf den Boden gucken. Einen Rum. Und Muschel. Da ist noch ein Trank. Eine Juwelenschatulle, ja, die ist viel wert. Naja gut, das reicht ja auch erst schon mal. Erstmal, besser. Das reicht ja schon mal oder erstmal, aber nicht beides zusammen. Und hier unter Jack seiner Hütte können wir ja auch noch mal schauen. Das ist eine schlimme Sache. Das ist wirklich nicht mein Problem. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Er weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert hält. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Ist das wirklich wahr? So, ja, und dann schlafen wir mal eine Runde. Dann müssen wir unser Mana nicht wieder extra aufladen. Zack. Ja, und dann hatte ich da hinten noch so einen Strand vernommen. Den können wir uns auch erstmal anschauen. Ich habe mir das hier so ein bisschen aufgeschrieben, was ich nach und nach in der alten Folge gemacht habe. Damit das halbwegs passt. So, direkt mal ein Level up. So, und hier draußen bei dem Schiff, da war halt noch nie was. Ah, doch, hier eine Klappmuschel, siehst du? Schon mal einen Gegenstand mehr gefunden als in der eigentlichen Folge, aber ist ja egal. Ich meine, das ist bloß eine Klappmuschel. Wir haben eh viel Gold am Start. Alles auch schon mal besser hingekriegt. Ah, ein Runenstein. Den sollten wir uns aber auf jeden Fall noch im normalen Let's Play holen. Das kann ich mir direkt mal merken, dass dort ein Runenstein liegt. So, dann reden wir mal mit der Schlafmütze hier. Das ist der Morgan und dem sollen wir ja noch Fleisch überbringen. Ich habe hier eine Lieferung Fleisch. Ich brauche erstmal einen Schluck zum Wachwerden. So, besser. Also nochmal, was willst du? Ich bringe eine Lieferung Fleisch von Alligator Jack. Ich erinnere mich, genau. Das Fleisch, gib her. Was machst du hier? Greg hat mir das Kommando über einen der beiden Entertrops gegeben. Ich bin für die Versorgung des Lagers zuständig. Darum kümmert sich Alligator Jack. Außerdem bin ich dafür verantwortlich, dass die Biester hier in der Gegend nicht zu nah ans Lager kommen. Darum kümmern sich die Jungs. Ich habe ihnen gesagt, ich will hier kein einziges Vieh mehr in der Nähe sehen. Wenn Greg zurückkommt. Tust du auch mal was? Hey, nicht frech werden. Ich habe die wichtigste Aufgabe von allen. Ich kümmere mich um die Ausbildung meiner Leute. Ich mache sie zu den besten und furchtlosesten Kämpfern, die jemals auf diesen Gewässern gekreuzt sind. Außerdem ist es ja nicht so, dass die Jungs nichts davon haben, ihre Arbeit zu machen. Sie bekommen einen ordentlichen Sack voll Gold dafür. Ich will in deinen Trupp. Mein Trupp? Mein Trupp hängt am Strand rum. Die Jungs machen keinen Finger krumm, bis der Captain wieder da ist. Das kann ich dir versprechen. Aber wenn du allen zeigen willst, was du drauf hast, kannst du dir ja mal den Strand im Norden vornehmen. Der ist voller Lurker. Und was weiß ich noch allem. Zieh die Sache alleine durch und du verdienst dir den Respekt. Ja, Leute. Willkommen in meinem Trupp. Ach, ich hau mich wieder hin.
Na gut, dann gucken wir uns mal die Höhle da an. Ach so, wir haben wieder keinen Mana mehr. Das können wir auch mal mit damit auffüllen. Herrgott, in der nächsten Folge kann es sein, dass ich da wieder zwei Tränke habe. Ist ja halb so wild. Geht ja nur darum, damit ihr jetzt hier keine Story-Lücke habt und trotzdem jetzt auch nicht diesen, über die ganze Folge verteilt, diesen tollen Fehler habt. So, Trank, Trank und eine Spruchrolle und eine goldene Halskette. Ah, na gut, ansonsten nichts anderes. Können wir direkt wieder zum Morgen gehen und ihm sagen, dass der Strand hier gesäubert ist. Der Strand im Norden ist sauber. Was ist mit der Höhle? Warst du da auch schon? Klar. Sauber. Bist ein guter Mann. Hier hast du deinen Lohn. Kannst du mich auch trainieren? Klar. Ich kann dir zeigen, wie man mit Einhandwaffen kämpft. Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Im Moment nicht. Such dir erstmal eine Koje und trink dir eine ordentliche Buddel rum. Ah, das Zeug ist gut. So, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Jetzt reden wir noch relativ viel mit den anderen, aber trotzdem, dass wir da jetzt nicht ewig viel schneller in der Folge sind. Ja, und jetzt gehen wir erstmal zum Schnapsbrenner, Samuel genannt. Bei dem können wir erstmal seinen Rum klauen, der hier so im Tisch drin steht. Dann reden wir doch mal mit ihm. Ah, neues Gesicht. Was willst du? Rum oder was Stärkeres? Was hast du sonst noch? Bei mir gibt's alles, was ein Pirat zum Überleben braucht. So, was haben wir denn hier? Echter Seemannskrog, 15 Stück, die nehmen wir direkt mal mit. Weißen Rum können wir auch mitnehmen. Laborwasserflaschen können wir gebrauchen und naja. Sumpfkraut jetzt nicht unbedingt. Ich will was Stärkeres. Ah, ein Suchender. Ich bin auch immer auf der Suche nach neuen Rezepten. Ein echter Schnaps sollte klar und stark sein. Er muss die Kehle runterfließen wie flüssiges Feuer. Das findet man verdammt selten. Aber ich rede wieder zu viel. Du willst was trinken? Hier, mein eigenes Rezept. Wie findest du das? Es heißt schneller Hering. Beeindruckend. Ja, das will ich meinen. Du kennst nicht zufällig selber gute Schnapsrezepte? Falls doch, musst du sie mir unbedingt verraten. Willst du noch einen? Gib mir was von dem schnellen Hering. Ziemlich üble Brühe, aber sie wirkt. Genau, davon nehmen wir jetzt ein paar Mal was mit. Wie viele genau ich dann in der Originalfolge gekauft habe, keine Ahnung. Das ist jetzt, wie gesagt, auch nicht so wichtig. Was gibt's Neues im Lager? Seit Greg weg ist, passiert hier nicht viel. Morgan und die meisten seiner Jungs lassen sich den ganzen Tag volllaufen. Der Einzige, der ein bisschen was macht, ist Henry. Er zieht mit seinen Jungs die Palisade hoch. Wird Zeit, dass Captain Greg wiederkommt und diesem Francis mal ordentlich in den Hintern tritt. Ja, und der schnelle Hering ist so ähnlich wie ein Trank der Geschwindigkeit, nur dass er, glaube ich, 1 oder 2 Minuten wirkt und nicht 5 Minuten wie jetzt der Trank der Geschwindigkeit. Aber es ist relativ cool, weil wir können für 30 Gold einfach einen Laufgeschwindigkeitstrank kriegen. So, dem Puenten geben wir jetzt erstmal was zu trinken. War nämlich den schnellen Hering. Nimm diesen. Ah, geht runter wie flüssiges Feuer. Bring mir was bei. Okay. So, dann reden wir mal noch mit dem hier. Puh, diese Hitze am Feuer macht durstig. Sag mal, hast du einen Grog für mich? Das ist wirklich nicht mein Problem. Hier, nimm einen Schluck. Danke, Mann. Das ist doch alles. Was machst du so? Ich muss mich um die gefräßige Mannschaft hier kümmern. Deswegen stehe ich hier Tag und Nacht und brate mir einen Wolf. Dabei würde ich viel lieber am Strand und im seichten Wasser nach angespültem Treibgut suchen. Letzte Woche ist vor der Küste ein fettes Handelsschiff auf Riff gelaufen.
Und die ganzen guten Sachen werden jetzt an Land gespült. Hoffentlich löst mich hier bald mal einer ab. Und sonst? Die Banditen sollen ruhig angreifen. Die werden ihr blaues Wunder erleben. Ja, die Stimme, die verändert sich bei dem auch ein bisschen. Zu krass, meiner Meinung nach. Also erst am Anfang ist er noch relativ verschwitzt und dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass das die gleiche Person gesprochen hat, ne? Wie sieht's aus? Francis, der Lageranführer, ist eine Witzfigur. Den kann doch keiner ernst nehmen. Okay, gut. Dann reden wir mal mit dem hier. Das ist nämlich der gute alte Skip. Sieh mal einer an, wer dem alten Skip hier über den Weg läuft. Ich kenne dich. Die Bucht in der Nähe der Stadt, erinnerst du dich? Skip, richtig? Ich sehe, ich habe einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Aber ich habe deine Visage zwischendurch noch irgendwo gesehen. Ah, sicher. Es kommt nur auf die Kraft an. Also, komm naja, nicht so. Schlecht getroffen. Aber du bist es. Mach dir nichts draus. Mein Steckbrief sieht genauso dämlich aus. Ich könnte dir Sachen erzählen. Was machst du hier? Hey, ich bin gerade aus Corinnes zurück und jetzt warte ich darauf, dass Greg wiederkommt. Das war keine große Sache. Ich habe Greg und Corinnes gesehen. Das war doch schon vorher wirklich? Klar. Verdammt! Dann muss was schiefgelaufen sein. Er sollte eigentlich längst mit unserem Schiff hier sein. Ja, das es wird wohl das Beste sein, wenn ich nach Corinnes zurückfahre und dort auf ihn warte. Aber heute bestimmt nicht mehr. Ich bin ja gerade erst hier angekommen. Was kannst du mir über die Banditen erzählen? Die Banditen? Sie greifen uns an. Ist das wirklich? Was meinst du, warum wir die Palisade bauen? Wir haben die Drecksäcke selber hier rüber geschippert. Haben mit ihnen gehandelt. Junge, ich sage dir, die haben so viel Gold, dass es ihnen aus den Ohren wieder rauskommt. Sie waren bereit, jeden Preis für ein Fass rumzubezahlen. Ich wundere mich über gar nichts. Die Zeiten sind vorbei. Jetzt ist Krieg. Was ist passiert? Die Mistkerle haben ihre letzte Lieferung nicht bezahlt. Ja nicht, also bin ich hin und wollte sehen, wo unser Gold bleibt. Aber als ich in den Sumpf kam, griffen die Schweine mich an. Und das ist noch nicht alles. Sie haben Angus und Hank umgelegt. Zwei von unseren besten Jungs. Geh bloß nicht in den Sumpf, sag ich dir. Die greifen alles an, was nicht so zerlumpt rumläuft wie sie. Bist du Raven schon mal begegnet? Allerdings. Ich war bei Henry vorne am Tor. Da habe ich gesehen, wie Raven einige von seinen Jungs bei dem Turm im Süden postiert hat. Ganz in der Nähe des Lagers. Ich schätze, die sollen uns ausspionieren. Ich habe auch gesehen, wie er seine Leute behandelt, wenn sie nicht tun, was er will. Jeden, der ihm nicht aufs Wort gehorcht, bringt er eiskalt ich um. Wundere mich Raven, gar nichts mehr. Musst du dich in Acht nehmen, sag ich dir. Ja, nicht, dass das alles ist. Ne? Erzähl mir mehr über Angus und Hank. Angus und Hank sollten sich mit ein paar von den Banditen vorm Lager treffen. Sie hatten jede Menge Krempel dabei. Alles, was die Mistkerle bei uns bestellt hatten. Schmiedestahl und Dietriche und so ein Zeug. Aber sie kamen nie zurück. Das habe ich noch diese gar nicht gewusst. Diese Banditenschweine haben sie mit Sicherheit um die Ecke gebracht. Morgan und Bill haben die beiden gesucht. Ohne Erfolg. Bill war ziemlich fertig wegen der Sache. Er war mit den beiden befreundet. Er ist noch jung. Die nimmt sowas noch so richtig mit. Wir anderen haben es mit Fassung getragen. Die Waren waren ja noch zu verschmerzen. Ach, aber der Grog, den sie dabei hatten... Das waren mindestens 20 Flaschen. Ich brauche eine Banditenrüstung. Du willst da reingehen? Bist du wahnsinnig? Wenn die Typen rausfinden, dass du nicht zu ihnen gehörst, machen die Hackfleisch aus dir. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Du lässt nicht locker, was? Also gut, wir hatten mal eine hier. Greg hat sie sicher noch irgendwo oben in seiner Hütte. Wenn er wieder da ist, kannst du sie ihm vielleicht abkaufen. Das ist doch schon lange bekannt. Hast du eine Ahnung, wie ich in die Hütte komme? Au, 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 au. Immer langsam. Du willst dich doch nicht so einfach an Gregs Krempel vergreifen. Als er abfuhr, hat er Francis den Schlüssel gegeben und ihm befohlen, niemanden in seine Hütte zu lassen. Was kannst du mir über Francis erzählen? Francis ist unser Schatzmeister. Der Captain vertraut ihm. Deswegen hat er ihm auch wohl das Kommando übergeben. Obwohl ihn keiner von den Jungs hier wirklich ernst nimmt. Wenn du mehr wissen willst, rede mit Samuel. Er hat in der kleinen Höhle nördlich von hier seine Schnapsbrennerei.
Es gibt niemanden hier im Lager, über den Samuel nicht eine Menge weiß. Ich könnte ja Sachen sehen. Kannst du mich nach Corinnes bringen? Nee, ich fahre später. Werd mir erstmal einen ordentlichen Schluck Grog genehmigen. Dass er keinen Grog hat, will er sich auf jeden Fall viel Grog genehmigen. Hast du was zu verkaufen? Wenn du handeln willst, geh zu Garrett. Der kümmert sich um unsere Lagerbestände. Nur auf die Kraft an. Also, komm mir nicht so. Wegen des Grogs. Du hast keine Zeit. Gut, die 20 Flaschen, die gebe ich ihm, glaube ich, in einer späteren Folge. Also, die hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht dabei. Und wir gehen jetzt mal aus dem Lager raus. Und, ja, was habe ich ja noch aufgeschrieben? Genau, mit Henry reden. Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Klar, warum nicht? Ich will in deinen Entertrupp. Tja, dann willkommen in meinem Entertrupp. Wieder einer mehr, der uns hilft, die Banditen vom Hals zu halten. Ich hätte jetzt gesagt, schnapp dir einen der Jungs und räucher die Mistkerle im Turm aus. Aber du hast es ja schon erledigt. Das ist aber auch so eine schöne Sache. Einen von den beiden hier nimmt man sich dann und der eine hat halt nur einen Dolch dabei und der andere so eine richtig fette Axt, ne? Dann nimmt man natürlich den mit der fetten Axt. So, jetzt fragen wir mal Alligator Jack wegen... Warte mal, mit Bill hätten wir noch reden müssen. Stimmt. Ganz vergessen. Ja, siehst du, da habe ich jetzt echt was vergessen. Na gut, es kann sein, dass die Folge etwas chaotisch wird, aber bis jetzt ging's eigentlich. Hey du, alles klar bei dir? Was ist los? Schickt Henry dich zu mir? Kannst ihm sagen, er bekommt seine Bretter, sobald ich fertig bin. Wenn ihm das nicht passt, kann er sie auch gerne selber sägen. Was machst du mit den Brettern? Die sind für die Palisade, du Depp. Greg hält es für eine gute Idee, unser Lager damit zu sichern. Also wenn du mich fragst, können wir uns die Arbeit sparen. Falls die Banditen wirklich vorhaben, uns anzugreifen, wird sie auch die lächerliche Palisade nicht aufhalten. Wir hätten sie niemals in unserem Tal dulden dürfen. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann wäre ich in Corinnes geblieben. Kann ich dir beim Sägen helfen? Lass nur, ich schaff das schon. Ich bin noch nicht so lange dabei. Und wenn ich andere meine Arbeit machen lasse, komme ich hier nicht weit, verstehst du? Ich suche Angus und Hank. Ich habe keine Ahnung, wo sie sind. Wahrscheinlich wurden sie von den Banditen erwischt. Ihr wart doch befreundet, oder nicht? Alles, was ich weiß, ist, dass sie sich in einer Höhle hier in der Nähe mit den Banditen treffen wollten. Sie muss irgendwo außerhalb unseres Lagers im Osten sein. Wo genau, weiß ich nicht. Ich bin selbst nie da gewesen. Am besten, du fragst Alligator Jack mal danach. Der treibt sich doch ständig vorm Lager herum. Du warst in Corinnes? Ja, ich habe mich da mit Taschendiebstählen und kleinen Gaunereien über Wasser gehalten. Aber als immer weniger Schiffe kamen, gingen die Geschäfte immer schlechter. Irgendwann hatte ich keine Lust mehr, für ein paar Krumen Brot vor der Miliz wegzulaufen. Ich habe mich dann Greg angeschlossen. Jetzt sitze ich hier fest. Den ganzen Tag am Sägen, um eine Palisade zu bauen, die sowieso keinem was bringt. Kannst du mir was beibringen? Nun, ich könnte dir zeigen, wie man andere Leute Taschen plündert, ohne dass sie etwas merken. Aber du solltest einigermaßen geschickt sein, sonst kommst du an die wirklich wertvollen Sachen nicht ran. Ja, das wollen wir nicht unbedingt lernen, aber was wir machen wollen, ist jetzt hier mal ein bisschen Gas zu geben, sodass wir vielleicht die Folge noch schaffen in den 7 Minuten. Also als erstes mit Alligator Jack reden. Kennst du Angus und sein Freund Hank? Ich habe sie schon länger nicht mehr gesehen. Außerdem hätte ich nichts dagegen, wenn die beiden auch nicht wieder auftauchen. Warum? Ach, die Penner haben ständig am See rumgehangen und das Wild vertrieben. An welchem See hängen sie ständig rum? Erinnerst du dich an unsere Jagd? Ja. Der See in dem Talkessel. Dort habe ich sie meistens gesehen. Na gut, das ist ja schon mal ein netter Hinweis. Und wir gehen jetzt generell nochmal zu dem Holzfällerlager. Das ist ja auch der einzige Weg, um zu den See zu kommen. Da hatten wir ja mit diesem einen Typen da mal geredet. Und Malcolm oder wie der hieß. Und irgendwie... Er hat uns dann nur zu Henry geschickt und hat gesagt, ja, sag dir mal, dass ich mit dem Sägen nicht vorankomme und, ja. Ah, okay, hier ist gar niemand mehr. Na, dann gucken wir mal hier hoch. Sitzt doch zumindest schon mal jemand. Schauen wir direkt mal das Schafsfell unterm Pups weg. Aber nicht, Malcolm. Alles klar. Wer bist du denn? Bist du einer der Banditen? Sehe ich etwa so aus?
Nein, nach deinen Klamotten zu urteilen, kommst du von weit her. Was ist los? Mein Kumpel Malcolm ist weg. Uns hat so ein Mistvieh von einem Lurker angegriffen. Da sind wir in diese Höhle geflüchtet. Leider kam der Lurker uns nach. Malcolm hat gegen ihn gekämpft und ist dann mit dem Biest zusammen in das Loch da hinten gefallen. Da unten scheint Wasser zu sein. Der Lurker und Malcolm kämpften da unten noch eine Weile. Dann war es still. Ich weiß nicht, ob er noch lebt oder schon tot ist. Wie kommt man denn die Felsspalte runter? Keine Ahnung. Entweder man klettert runter oder man springt. Und sonst? Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, wäre ich niemals Pirat geworden. Ja, also, der Malcolm ist weg und ich würde sagen, wir springen dann auch gleich mal die Felsspalte runter, aber erst nochmal gucken. Hier kann vielleicht noch was sein. Nee, das. Okay. Na, dann springen wir mal die Felsspalte runter. Und da haben wir einen Stunt-Bonus gekriegt. Ja, und jetzt müssen wir hier erstmal auch rennen. Ja, die gelbe Anzeige da unten ist so eine Luftanzeige, also wie lange wir die Luft noch anhalten können. Und sobald die unten ist, würden wir dann Lebensenergie-Schaden kriegen. Ah, die Lurker dort, die fressen schon irgendeinen Piraten. Das wird wohl der Malcolm sein. Wir konnten ihm leider auch nicht mehr helfen. So, ich mach's jetzt mal alles wieder ein bisschen schneller hier. Nichts zu holen. Ja, das Gute ist, er hat eine Steintafel des Zweihandkampfes dabei. Also schon mal recht lohnend für uns. So, Schwefel und ja, das hier sieht auch immer cool aus, dass die Bergkristalle da im Prinzip an dem normalen Kristall dran sind. Das ist auch ein schönes Design. Und wir lesen mal die Steintafel des Zweihandkampfes. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Pilze hier gefuttert habe, eventuell auch nicht. Das kann man ja schnell mal machen. Geht ja auch extrem rasant mit South Park. So, naja, und dann können wir hier im Prinzip wieder rausschwimmen. Dann haben wir hier hinten so eine Felsspalte. Ich bin mir aber gar nicht ganz sicher, ob ich die jetzt hier gefunden habe in der Folge. Aber egal. Also hier haben wir Angus und da haben wir Hank. Und Angus hatte so einen Ring dabei, der hieß Morgens Ring. Und der ist echt cool. Der gibt einen Einhand-Talent-Bonus von 10. Könnte man fast denken, dass der Morgan nicht mal gut ist im Bogenschießen, sondern einfach nur der Ring dafür verantwortlich. So, da liegt ein Langbogen. Gucken, Butlerfleisch. Ansonsten sehe ich hier nichts. Schwarzer Goblin. 2 Stück. Nichts zu plündern. Ja, und als wir mit Alligator Jack hier unterwegs waren, haben wir es auch nicht geschafft, hier hinten so eine Höhle anzuschauen. Und das wollen wir jetzt auch mal noch nachholen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. So. Nichts zu holen. So, und da ist auf jeden Fall ein Schattenläufer im Nebenraum.
brauchen wir definitiv etwas mehr Mana. So dürfte das passen. So. Und hier haben wir erstmal zwei schöne Truhen. Darum einen Langbogen. Gold, wenn ich mich nicht geirrt habe. Und dann haben wir hier noch was zum Ausbuddeln. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Edles Langschwert und ein silberner Ring. So. Dann gehen wir in der Folge noch zurück zum Owen. Haben wir auch noch ein bisschen Blaufieder vergessen. Halt immer, wenn man mit jemandem jetzt hier unterwegs ist, da kann das schon mal vorkommen. Oder was vergisst, das Skelett dort haben wir aber, ne? Mal hier noch was, Blaufieder und Weidenbeere, Butlerfleisch auch noch. Und dann sagen wir dem Owen jetzt mal, dass sein Freund überlebt hat. Dein Kumpel Malcolm ist tot. Das habe ich mir schon gedacht. Armes Schwein. Ich hätte ihm doch helfen sollen. Du bist echt mutig, weißt du das? Ich hätte das mit der Felsspalte nicht fertiggebracht. So, und das wär's dann auch mit der neu aufgenommenen 48. Folge. Jetzt stehen wir genau auch an der gleichen Stelle. Und damit würde ich mich recht herzlich von euch verabschieden. Bis dahin, ciao, euer Stardust.